Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute gibt es sozusagen Teil 2 meines Yes-Style-Hauls. Ich habe nämlich tatsächlich genau gestern, genau nachdem ich das letzte Video abgedreht habe, mein zweites Päckchen von Yes-Style bekommen, was ich bestellt habe. Das ging wirklich super schnell in der Lieferung. Ich glaube, das hat jetzt etwa 2 Wochen gedauert und ich habe es noch nicht mal aufgemacht. Also ich habe jetzt hier mal extra meine Schere hergenommen, damit wir es zusammen auspacken können. Und lasst dem Video sehr gerne auch schon mal vorneweg ein Like da, schreibt gern was auch in die Kommentare und falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content, mein Video hier gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal auf Abonnieren klickst, denn ich habe als Ziel, schnellstmöglich die 500 Abonnenten zu erreichen. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du auch Teil der Community wirst und falls ihr jetzt sehen wollt, was ich bestellt habe, ich habe es tatsächlich selber sogar vergessen, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. Als erstes schnibbeln wir das Paket hier mal auf. Wie gesagt, ich habe es erstmal nur hingelegt und dachte mir, na, da mache ich einfach noch einen zweiten Teil des Videos. Und genau, das Päckchen ist auf jeden Fall bis oben hin gefüllt. Obendrauf haben wir wieder einmal den Lieferschein, die Shippingliste und hinten dran habt ihr dann auch immer noch die Inhaltsstoffe der Produkte, die da eben, die ihr bestellt habt. Das finde ich immer sehr gut, einfach damit man auch weiß, womit man es zu tun hat. Und viele von uns haben ja auch irgendwelche Unverträglichkeiten. Deswegen denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann habe ich hier ein riesiges Tütchen drin. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, weil hier waren nämlich auch ganz viele Geschenke sozusagen drin. Aber als erstes greifen meine Hände meine allerliebste Lieblingsmaske. Und für diejenigen, die schon wissen, haltet das Video kurz an, schreibt unten rein, welche das ist. Und zwar ist das diese Aloe Vera Maske von Benton. Ich habe gesehen, aktuell gibt es bei Benton auch, bei YesStyle auch wieder einen Rabatt bei Benton. Und falls ihr übrigens auch noch zusätzlich sparen möchtet, könnt ihr jederzeit meinen Code RockAppMaria verwenden. Den habe ich im letzten Video vergessen, euch nochmal extra hier reinzuschreiben. Aber ich verlinke euch auch jedes Mal unten meine Links, meine Affiliate-Links. Wenn ihr darüber einkauft, dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Und ich schreibe euch auch jedes Mal die Codes unten rein, mit denen ihr noch ein bisschen zusätzlich sparen könnt. Auch auf die Rabatte, die es schon gibt. Und diese Maske ist wirklich meine absolute Lieblingsmaske. In diesem Paket hier sind 10 Stück drin. Die Maske sieht dann eben einmal so aus. Falls ihr meine Aufgebraucht-Videos auch regelmäßig schaut, dann wisst ihr auch, dass ich die wirklich regelmäßig verwende. In der letzten Zeit war ich sehr sparsam, eben weil ich nicht mehr so viele übrig hatte. Aber diese Maske ist wirklich einfach toll, denn die schenkt wirklich extrem, extrem viel Flüssigkeit oder Feuchtigkeit. Aloe Vera hat ja auch die Eigenschaft, dass sie auch so zum Beispiel einen Sonnenbrand gut lindern kann. Also wenn ihr irgendwie auch irgendwelche schwierigen Stellen habt im Gesicht. Ich habe zum Beispiel aktuell hier, ich glaube, es ist ein Ekzem, ich weiß es nicht genau, denn es kommt auch immer wieder. Und ich werde deswegen auf jeden Fall auch bald diese Aloe-Maske wieder rauftragen. Da ist auch extrem viel Flüssigkeit drin. Und ich mache es ja immer so, wenn ich Masken verwende, dass ich mir den Rest der Flüssigkeit einfach nochmal in ein kleines Tiegelchen oder ein Fläschchen oder sowas gebe und dann einfach die Tage danach morgens und abends noch zusätzlich wie ein Serum auftrage. Und damit habe ich einfach wirklich auch sehr, sehr lange was davon. Und ja, wenn ich diese Maske angewendet habe, dann habe ich auch das Gefühl, dass meine Haut hinterher die Produkte, die ich noch auftrage, gar nicht so richtig mehr aufnehmen kann, weil sie einfach so durchtränkt ist von tollen Wirkstoffen. Und deswegen kann ich diese Maske wirklich nur empfehlen. Probiert sie mal aus. Sie ist nicht super günstig, aber ich finde, sie kann mit der Drogerie trotzdem mithalten. Wenn ihr sie einzeln kauft, dann kosten sie, glaube ich, 3 bis 3,50 €, also schon relativ teuer. Und im Zehnerpark haben sie jetzt, ich glaube, 21 € gekostet. Jetzt gibt es aber noch mal ein bisschen mehr Rabatt drauf. Ich glaube, jetzt gibt es 25% sogar auf Benton-Produkte. Und ich habe sie auch schon mal für 16 € gekauft. Also, und ich finde, dann geht der Preis auch schon wieder, dann sind die 16 €, 1,60 € pro Maske auch schon wieder völlig legitim. Und ich finde auch generell ist es legitim. Dann habe ich mir einen Highlighter bestellt. Ich habe ja im letzten Video auch schon gesagt, dass ich vorhabe, ein Video zu machen, nur mit Korean Beauty, nur mit K-Beauty. Und deswegen habe ich mir immer mal wieder so, habe ich dann meine Punkte eingelöst oder meine Kommission, wenn ihr was bestellt habt, und habe mir dann immer mal wieder was bestellt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon durch. Ich glaube, ich kann das Video bald abdrehen. Und diesen Highlighter hier habe ich mir bestellt. Face Shine Highlighter von der Marke Etude House. Habe ich letztes Mal auch schon was drin gehabt. Und der
den gibt es in drei Farben und das ist die Farbe 01 Starlight. Die sieht so ein bisschen goldig aus, vielleicht könnt ihr das auch erkennen. Die Verpackung ist ganz süß, die Verpackung ist nicht super hochwertig, es ist einfaches Plastik. Aber ganz ehrlich, es stört mich nicht, es war nicht super teuer und mich interessiert ja auch einfach eher das Produkt, was drin ist. Und ich bin auf jeden Fall auch ganz gespannt auf diesen Highlighter. Dann habe ich noch ein Augenbrauenprodukt bestellt. Im letzten Video habe ich euch ja auch schon einen Augenbrauen Stift gezeigt und weil es aber den nicht mehr gab, eine Nummer dunkler, habe ich ihn jetzt nochmal bestellt. Oder ist der eine Nummer heller? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls hat der auch so eine tropfenförmige Spitze. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Hoffentlich könnt ihr das erkennen. Ich glaube, so geht es ein bisschen besser. Und das ist auch so ein automatischer Stift. Der geht wirklich extrem leicht raus und rein zu drehen. Finde ich echt ganz cool. Und genau, den werde ich dann auch in diesem Video verwenden. Das ist der Easy Draw Auto Eyebrow Pencil. Und zwar von der Marke Cosnori, habe ich auch schon mal gehört. Und den gibt es insgesamt in 4 Farben und ich habe die Farbe 02 Ginger Cookie. Also das scheint auf jeden Fall auch eine hellere Farbe zu sein. Dann habe ich auch noch einen Bronzer bestellt. Einen Blush habe ich schon, aber einen Bronzer hatte ich noch nicht. Und der sieht so aus. Der ist relativ grau. Also er dient wahrscheinlich fast sogar schon als Kontur. Er ist auch relativ hell. Ich habe allerdings echt eine etwas dunklere Farbe extra genommen. Das ist von der Marke Misha. Die kennen sicher auch viele von euch. Und das ist der Cotton Contour. Also es ist eine Kontur, es ist kein Bronzer. Cotton Contour. Den gibt es in 5 Farben und ich habe die Farbe Salted Hot Choco. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Produkt, was ich bestellt habe. Ich denke mal, ich werde es als Bronzer und als Kontur nutzen können. Schauen wir uns das einfach mal an in der Verwendung. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Kontur. Dann habe ich mir nochmal was von Misha bestellt und zwar eine BB-Cream. Die habe ich bei Vicky Lash ganz oft gesehen, die schwärmt total von dieser BB-Cream. Und zwar ist es die Perfect Cover BB-Cream von Misha. Offers a novel skincare concept with BB cream, which lightens skin tone by healing visible wrinkles and blemishes with excellent skin cover ability and prevents skin aging through effective whitening and anti-wrinkle properties. Also auf Deutsch mal kurz zusammengefasst, das ist auf jeden Fall auch eine Skincare-Pflege. Also BB cream ist ja auch eine Creme, im Prinzip eine gefärbte Creme, ja. Und die soll auf jeden Fall auch die Haut auf jeden Fall ebnen und dunkle Stellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Rötungen habt oder so oder auch Pigmentflecken, soll sie eben angleichen, dass sie ein bisschen heller werden und soll auf jeden Fall auch eine gute Deckkraft haben und soll auch noch zusätzlich vor Falten und Alterserscheinungen schützen und hat auf jeden Fall auch ein SPF von 42, tragt auf jeden Fall trotzdem noch einen Sonnenschutz drunter auf, denn ihr tragt von dieser Creme nicht genug auf, dass es wirklich einen Sonnenschutz ersetzen kann. So sieht einmal das Packaging aus. Sehr, sehr schön, sehr, sehr hübsch. Misha ist, glaube ich, auch wirklich eine tolle Marke und die war auch nicht super günstig. Ich glaube, so zwischen 10 und 20 Euro hat die gekostet. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob die Farbe für mich passt. Ich finde es immer so ein bisschen schwer, auch im Internet solche Produkte zu bestellen. Ich bestelle trotzdem super gerne einfach im Internet, aber ja, vor Ort finde ich es einfach immer ein bisschen leichter, wo man dann auch swatchen kann, ne? Dann habe ich noch etwas von Etude House bestellt. Und zwar ist das ein Pencil und ich glaube, das ist so einer für die Augen, so ein heller. Der sieht einmal so aus. So sieht einmal die Verpackung aus. Also die heißt Play 101 Pencil. Und so ist einmal der Stift. Also das ist so ein ganz heller Stift. Und mit dem könnte man zum einen hier unter den Augenbrauen nochmal so ein Highlight setzen. Aber man kann sich sicher auch sehr gut die Wasserlinie damit anzeichnen. Oder eben auch mal einen hellen Eyeliner setzen, wie auch immer man das möchte. Play 101 Pencil. Ganz süß. Finde ich auf jeden Fall ganz schön. Das Packaging sieht auch ganz schön aus und das werde ich dann auch mit in dem Video verwenden und die Farbe ist übrigens die Nummer 08. Dann habe ich auch noch wirklich einige Pröbchen drin gehabt und zwar habe ich einmal Free Gift Face Cream Sachet von der Firma oder Marke Foodia. Sieht auch ganz interessant aus. Derived from Fruit. 100% of users report deep hydration for 72 hours. Also alle Nutzer haben sehr tiefgehende
Hydratisierung, also Feuchtigkeitspflege für 72 Stunden berichtet. Und auch, dass eben die Haut eine bessere Kraft halt hat. Und ich bin auf jeden Fall ganz gespannt auf diese Probe. Dann habe ich noch eine Black Snail Kollagencreme bekommen. Auch ganz interessant von der Marke Coxier. Bin ich ganz gespannt. Anti-Wrinkle and Nourish, also Anti-Falten und auch pflegend. Snail Kollagen und schwarze Bohne. Also ja, sagt mir mal, ob ihr die Inhaltsstoffe kennt, ob ihr sie schon mal verwendet habt. Also Schneckenschleim ist ja aktuell irgendwie immer mehr im Kommen. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, ein Serum oder eine Creme mit Schneckencreme. Da habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich aktuell einfach noch so viel in Verwendung habe. Aber ja, sagt mir mal, ob ihr Erfahrung damit habt. Und ja gut, Kollagen kennt man, aber schwarze Bohne klingt auf jeden Fall interessant. Dann habe ich eine weitere Probe und zwar Triple Vita Balancing Toner. Also hier haben wir noch einen Toner, auch sehr cool, dass man mal einen Toner auch ausprobieren kann. Vor allem auch eben mit den Cremes, die ich jetzt bekommen habe. Dann habe ich hier auch noch einen Cleanser, auch mit Snail von Purito. Purito ist auch eine tolle Marke. Snail All-in-One BB Cleanser. Interessant. Tiefenreinigend, ohne Irritation und ist abgestimmt auf Nutzer von BB Cream. Interessant. Und die soll halt eben diese Rückstände auf jeden Fall sehr gut entfernen. Bin ich auf jeden Fall gespannt und muss ich mal dran denken, dass ich das dann damit zusammen auch verwende. Dann habe ich noch eine weitere Probe drin. Also diesmal sind wirklich sehr, sehr viele Proben drin. Und zwar ist das hier das Sachet von der Marke von der Marke The Skin House. Marine Active Skin Cream with Real Marine Ingredients, also mit echten maritimen Inhaltsstoffen. Mal schauen, was die so macht. Und dann war auch noch kostenlos eine Maske dabei, also wirklich extrem viele Geschenke. Also wir haben hier 5 Sachets mit Proben und dann noch eine komplette Maske, auch sehr cool. Und zwar von der Marke, ich schätze mal, Pyeongchang Yul steht hier oben drauf, ist auch eine koreanische Marke, wie ich gerade sehe. Und das ist eine hochfeuchtigkeitsspendende Essenzmaske. Also auch ganz interessant, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Masken bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal gut mit versorgt. Ich habe ja jetzt diese 10 Masken hier, dann habe ich noch die 10, die ich im letzten Video ausgepackt habe. Und dann habe ich noch ein ganzes Case voll mit Masken. Also Masken brauche ich jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr kaufen. Und das war es tatsächlich auch schon mit dem Inhalt. Also das sind hier die Produkte, die ich gekauft habe. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt und ich glaube, ich kann auch wirklich bald mein Video abdrehen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt auf meinem Kanal. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Schreibt mir gern, ob ihr auch schon Korean Beauty ausprobiert habt, ob ihr Fan davon seid und welche Produkte ihr vielleicht auch schon ausprobiert habt und wo ihr sie gekauft habt. Denn ich weiß, dass man sie auch in deutschen Online-Shops gut kaufen kann. Und ansonsten bedanke ich mich wieder sehr, sehr doll für euer treues Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye, bye.